Hallo liebe Tennisfans, hier ist wieder euer Markus von All About Tennis. Bei diesem Video geht es um die Fußstellung beim Vorhand-Topspin. Ich werde immer wieder gefragt, was denn nun besser sei, die seitliche Fußstellung oder die offene Fußstellung bei der Vorhand. Und zuerst vielleicht mal eine kurze Erklärung, was damit gemeint ist. Die offene Fußstellung ist die, dass ich die Beine einfach, die Füße parallel nehme zu dem Punkt, wo ich den Ball hinspielen möchte. Und die seitliche Fußstellung ist jetzt für mich als Rechtshänder, wenn ich das linke Bein nach vorne nehme und dann praktisch seitlich stehe zu dem Punkt, wo ich hinspielen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Linie ziehen würde bei den Fußspitzen, dann würde die in etwa dahin zeigen, wo ich den Ball hinspielen möchte. Es geht natürlich nicht auf einen Zentimeter genau, denn in so einem Match, wenn man laufen muss, dann ist es klar, dass alles nicht mehr ganz so perfekt ist am Ende. Und es gibt auch Zwischenpositionen, das heißt halboffene Stellungen. Und da sieht man schon die Position, die dann die Füße einnehmen, hängt eigentlich stark davon ab, was ich da für einen Ball vom Gegner bekomme, wie ich an diesen Ball hinkomme. Ich kann aus beiden Positionen raus hervorragende Schläge machen und deshalb kann ich auch beide verwenden und keine hat eigentlich jetzt einen großartigen Vorteil der anderen gegenüber. Ich möchte zuerst aber ein bisschen auf die offene Stellung eingehen, wann man die eher verwendet. Und zwar ist es da so, dass wenn ich einen Ball zum Beispiel vom Gegner bekomme, der sehr weit nach außen geht, das heißt, wo ich praktisch auf der Linie nach außen laufen muss, dann würde ich natürlich eher eine offene Fußstellung wählen, da mein letzter Schritt einfach das rechte Bein nach außen ist. Und um seitlich zu stehen, müsste ich noch einen zusätzlichen Schritt danach mit dem linken Bein nach vorne machen. Das heißt, es würde mich zusätzliche Zeit kosten, um seitlich zu stehen. Und das ist vielleicht gar nicht mehr möglich. Gerade auch auf Sand, wo man zum Beispiel gut rutschen kann, ist es eigentlich nicht möglich, in einer seitlichen Fußstellung zum Ball rauszurutschen. Das geht ja nicht. Sondern eben, man verlagert das Gewicht aufs rechte Bein, aufs äußere. Und dann rutscht man in einer offenen Fußstellung zum Ball hin und kann wunderbar aus einer offenen Stellung heraus schlagen. Ähnlich ist es, wenn ich einen Ball umlaufe, dann gehe ich praktisch auch mit so einem Sidestep um den Ball rum und stehe relativ offen oder halb offen. Und wo sie noch ganz gut ist, die offene Fußstellung, ist, wenn ich einen Ball im Aufsteigen nehme, wenn ich zum Beispiel zu dem Ball hochspringe. Ich kann, wenn ich praktisch offen stehe und ich drücke mich hier ab, springe nach oben, komme dann auf dem linken Bein auf, dann kann ich eben bei einem Ball, den ich direkt nach dem Absprung nehme, kann ich noch korrigieren. Das heißt, ich kann mit diesem Sprung ein bisschen weiter nach außen den Ball sozusagen hinterher springen. Ich kann ein bisschen nach vorne springen, ich kann sogar ein bisschen nach hinten springen. Und da bin ich noch relativ flexibel und kann somit Bälle im Aufsteigen sicherer annehmen, was ein Vorteil ist von der offenen Stellung. Was wichtig dabei ist, ist, dass wenn ich hier springe, dann springe ich nicht, wie oft falsch angenommen wird, nach vorne in den Ball rein, also auf diese Art, sondern ich springe nach oben. Ich kann durchaus ein bisschen nach vorne springen, aber in erster Linie geht der Sprung vom rechten Bein einfach nach oben. Es ist auch sehr wichtig dabei, dass man danach auf dem linken Bein aufkommt. Man dreht praktisch die Beine andersrum als den Oberkörper. Dadurch bleibt man im Gleichgewicht und man verliert nicht die Kontrolle über den Körper. Dann zur seitlichen Stellung. Wann wähle ich eher eine seitliche Stellung? Wenn ich zum Beispiel einen kurzen Ball bekomme und ich laufe nach vorne, ist klar, wenn ich nach vorne laufe, setze ich ja immer ein Bein nach vorne. Erst das rechte, dann das linke, dann das rechte. Und dann stimme ich das natürlich so ab, dass das der letzte Schritt das linke Bein ist. Und dann kann ich den Ball wunderbar sozusagen aus dem Lauf schlagen. Und es ist dann eine seitliche Stellung.
Es wäre viel schwieriger, nach vorne zu laufen, dann eine offene Stellung einzunehmen und den Ball zu schlagen, wenn ich aus dem Lauf raus ja sowieso schon bei jedem zweiten Schritt das linke Bein vorne habe. Also bei kurzen Bällen bietet es sich absolut an, seitlich zu stehen. Man kann auch Bälle im Aufsteigen mit einer seitlichen Fußstellung nehmen, wenn man schnell genug hinkommt, wobei man dann unflexibler ist wie bei einer offenen. Denn wenn ich mal das linke Bein aufgesetzt habe, ist es relativ schwer zu korrigieren. Dann stehe ich eben da. Und wenn dann was nicht passt, dann habe ich ein Problem. Das ist natürlich nicht ganz so gut, wie wenn ich jetzt mit einer offenen Stellung dahin gehe. Aber solange ich perfekt stehe, kann ich das auch wunderbar machen. Wo ich noch eher die seitliche Fußstellung wählen würde, ist, wenn ich einfach genug Zeit habe. Wenn der Ball langsam ist und ich habe einfach Zeit, egal ob er nun weit außen ist, ob er lang oder kurz ist, dann würde ich eher mein linkes Bein nach vorne nehmen und eben aus der seitlichen Position schlagen. Und daran sieht man auch schon, dass ich die seitliche Stellung besser finde. Nicht viel, es ist eigentlich minimaler Unterschied, aber ich würde sie trotzdem bevorzugen. Und zwar deshalb, weil man einfach mehr durch den Ball durchgehen kann. Und da möchte ich die beiden Stellungen eben mal ein bisschen jetzt miteinander vergleichen. Wenn ich die seitliche Stellung einnehme, dann habe ich ja mein linkes Bein vorne. Dadurch kann ich natürlich auch mein Gewicht viel besser nach vorne in den Ball reinlegen. Und wenn ich den Schlag mal ganz locker ausführe, kann ich mich von dem Bein abdrücken und praktisch durch den Ball durchdrücken und nach meinem Schlag das rechte Bein nachziehen und aufsetzen. Das ist mir bei einer offenen Stellung nicht möglich. Wenn ich jetzt schneller zuschlage, dann kann ich sogar noch weiter durch den Ball durchgehen, indem ich einen kleinen Sprung mit dem linken Bein mache. Es würde dann so aussehen. Jetzt bin ich praktisch durch den Ball leicht nach vorne durchgesprungen. Dabei ist es sehr wichtig, dass man von links auf links springt, dass man wieder die Kontrolle über seinen Körper behält. Würde man von links auf rechts springen, würde sich der ganze Körper komplett rumdrehen. Ich kann das mal zeigen, locker. Das würde dann so aussehen und ich würde mich überdrehen und ich würde die Kontrolle verlieren. Deswegen ist es wichtig, von links auf links zu springen, wenn man sehr dynamisch schlägt. Aber da ist einfach der Vorteil, dass ich eben durch den Ball besser durchkomme, also einen Tick mehr Druck entwickeln kann, wobei natürlich der Hauptdruck nicht aus dem durch den Ball gehen kommt, sondern aus der Körperdrehung. Nichtsdestotrotz komme ich eben zusätzlich besser durch den Ball. Den Körper kann ich genauso gut drehen wie aus einer offenen Stellung heraus. Und ich habe auch bei einer seitlichen Stellung eben durch das Durchgehen noch mehr Führung. Das heißt, ich kann den Ball auch besser wohin führen, also habe auch einen Tick mehr Präzision. Ja, das war meine Meinung zu dem Thema, beziehungsweise so, wie ich es eben mache, auf dem Platz. Ich weiß, dass einige Profis es genauso sehen und genauso machen. Aber am besten ist, sehr viel zu trainieren, ein super Gefühl für die ganze Sache zu bekommen und dann sieht man schon, was einfach besser für einen ist. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen hoch. Bis dann. Tschüss.